gesagt, sie beklagen. Schon wieder stürmen Demonstranten bei Lindner auf die Bühne und schon wieder schafft er es, durch seine Kommunikation und Rhetorik die Situation für sich zu gewinnen. Wie er das macht, das in dieser Rhetorikanalyse. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Geld von der Redefabrik hier und schon wieder eine Analyse, wie Lindner mit demonstrierenden Leuten auf seiner Bühne umgeht. Tatsächlich war das von euch am meisten gewünschte Video jetzt in einer Umfrage bei Instagram. Falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Da gehe ich auch immer sehr gerne darauf ein, was ihr euch für die YouTube-Videos hier wünscht. Und dort war das meistgewünschte Video tatsächlich diese Analyse, da auch einige von euch bei dem Vortrag selbst mit dabei waren. Wie ist denn die Szenerie? Erstmal kann man ganz klar sagen, Lindner hat nicht nur durch seine Rhetorik gepunktet, sondern er hatte sowieso schon viele Befürworter auf seiner Seite. Was man daran sieht, dass die Leute schon buhen, wenn die Demonstranten auf die Bühne kommen. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der liberalen Hochschulgruppe und des Instituts für Wirtschaftspolitik, das die Leipziger wirtschaftspolitischen Gespräche veranstaltet. Und so einfach wird es aber trotzdem nicht, denn erstens, es wird immer noch seine Bühne gestürmt, was bedeuten könnte, dass seine Autorität im Endeffekt weggenommen wird, und zweitens, es gibt auch einige Befürworter für die Demonstranten, was man auch am Beifall hört. Was jetzt ganz wichtig ist, das wird jetzt keine inhaltliche Analyse, also egal ob ihr pro, contra Fridays for Future, pro, contra Lindner seid, bitte schaut euch die Sache an aus der Perspektive der Kommunikation. Das wollen wir nämlich hier auf dem Kanal machen. Dafür kannst du gerne auch abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Wie schafft er es gleich, am Anfang einen guten Frame, wie man das auch in der Kommunikationspsychologie nennt, zu etablieren? Ganz einfach, indem er einen ganz normalen Anfang macht, als wären die Demonstranten gar nicht da. Morgen. Sehr geehrte Damen, Herren, liebe Studierende, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, bitte nicht akustisch. Und das war schon eine unglaublich wichtige Szene. Jetzt fragt ihr euch ja, was war denn daran jetzt so besonders? Das Besondere daran war, dass es eben nicht besonders war und er eben nicht besonders auf die Demonstrierenden reagiert hat und irgendwie emotional viel zu sehr drin war, dass er sich dann irgendwie verteidigen will oder irgendwie Angst davor hat, sondern er macht einen ganz normalen Anfang. Klar, am Schluss zeigt er nochmal kurz klare Kante, wo er keine akustischen Störungen zulässt, aber an sich ist er hier ganz ruhig und gelassen. Und das sieht man auch in der folgenden Szene, wo er den Frame sozusagen sehr gut setzt und ein Zitat von Habermas bringt. Weil heute ist der 90. Geburtstag von Jürgen Habermas, einem großen deutschen Soziologen. Und der hat einmal gesagt, in der Demokratie muss es herrschaftsfreien Diskurs geben und den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Deshalb hier stehen, dürft ihr. Hier liegen und schlafen, dürft ihr. Stören, dürft ihr nicht. Euch zu Wort melden und diskutieren, das ist herzlich willkommen. Und auch wenn er hier noch ein bisschen Ironie mit einbaut, so im Sinne von, ja, ihr könnt auch gerne hier schlafen und damit natürlich so ein Lacher auf seiner Seite hat, das viel Größere an der Sache war, ist, dass er den Frame setzt. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass er die Rahmenbedingungen steckt, was jetzt zugelassen ist und was nicht. Und hier ein ganz wichtiger Punkt. Egal wie schlagfertig, egal wie souverän Lindner ist, das war in gewisser Weise vorbereitet. Denn er hat sich dieses Zitat rausgesucht, er wusste, dass es der Geburtstag von ihm ist und dann dieses Zitat natürlich auch verknüpfen kann mit guten Argumenten. Dass es natürlich besonders gut passt zu der Situation mit den Demonstrierenden, ergibt sich hier nochmal positiv, trotzdem ganz klar, ohne Vorbereitung wäre sie nicht so gut verlaufen. Was aber noch viel wichtiger ist, von der Struktur, vom Aufbau ist es genau gleich, dieses Abwehrmanöver von Lindner, wie bei der anderen Situation, die ich hier auch auf dem YouTube-Kanal schon mal analysiert habe, wo wieder Demonstrierende seine Bühne stürmen. Heißt, er nutzt hier das gleiche Muster und das zeigt einfach, wie er Kommunikation bewusst für sich verwendet. Heutige Buchempfehlung genau zu dem Thema, eben nicht, wie du die Leute anders runtermachen kannst, sondern wie du verbales Judo nutzen kannst. Heißt, die Kraft des anderen für deine Kraft verwenden, um
sanft die anderen Leute quasi zu überzeugen und eventuell schlagfertig auch auf eine relativ ruhige und gelassene Art, wie er es auch hier gemacht hat. Er hat jetzt nicht die Leute beleidigt, sondern ganz ruhig und gelassen das gemacht. Und deswegen empfehle ich dir hier die Buchempfehlung Verbales Judo. Geschrieben von einem Ex-Polizisten, heißt, er kennt auch heikle Gesprächssituationen, wo es darum geht, die andere Person runterzukühlen und vor allem für die Alltagssituation. Jetzt nicht wie bei einer Bühne, die wahrscheinlich eher Lindner als du in deinem Alltag besuchst. Deswegen sehr empfehlenswert, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir schon zum eigentlichen Auftritt der Demonstrierenden, wo sie einfach losschreien. Dieses Schreien seitens der Demonstranten erzeugt eine Gruppendynamik, die einfach dazu führt, dass es wie in einem römischen Amphitheater passiert, dass alle Leute irgendwie Unterhaltung wollen und egal, ob jetzt Lindner gewinnt oder die Fridays for Future Demonstranten gewinnen, irgendwie wollen die Leute jetzt Unterhaltung und fast schon einen Kampf auf der Bühne, das kann man fast so sagen. Und tatsächlich ist es dann so, dass jemand dann auch aus der anonymen Masse rausschreit, verpisst euch ihr Kommunisten und so weiter. Es eskaliert einfach auf einer emotionalen Ebene und da muss man besonders aufpassen, dass man dann ruhig bleibt und vor allem das Publikum für sich gewinnt. Und das sieht man in der folgenden Szene, wo die Leute schon wieder runtergehen von der Bühne und Lindner sie oben halten will, weil er sagt, wir können gerne diskutieren, wenn ihr inhaltliche Argumente habt, dann geht aber auch nicht weg. Und damit verurteilt er ja das Verhalten, wenn sie dann doch weggehen. Moment. Sie wollen doch jetzt nicht gehen. Sie wollen doch nicht einfach stummen Protest machen und brüllen, ohne einen Schritt zu machen. Und achtet mal bei der folgenden Szene auf diesen relativ kurzen Ausschnitt. Sie geht runter und er sagt, kommen Sie doch her. Sie geht hoch, will schon das Mikrofon greifen und er sagt körpersprachlich nein und sagt, Sie kriegen ja gleich Ihr Mikrofon. Und dann akzeptiert sie es nicht, geht einfach weg und lest ihren Text irgendwie vom Handy ab und damit wird sie im Endeffekt ins Leere laufen gelassen. Ich finde eins, Sie haben hier gerade gesagt, Sie beklagen. Tatsächlich wurde ich auch schon von einigen Fridays for Future Demonstranten auch angefragt, ob ich eventuell Rhetoriktipps geben könnte, auch im Kampf gegen Lindner in Anführungszeichen. Und hier eine ganz klare Empfehlung. Wenn diese Möglichkeit besteht, dann lasst euch doch das Mikrofon geben, weil dann habt ihr die Macht über den Raum in gewisser Weise. Und auch wenn dann nur das vorgelesen wird, was auf dem Handy steht, weil so eine Debatte dann dazu führen, dass es wirklich extrem schwer auf rhetorischer Ebene, da auf der Bühne gegen Lindner zu siegen. Aber zumindest das vorzulesen, was man sowieso da hat, wäre schon mal besser, als das irgendwie dann rumzubrüllen und fast so im Weggehen, so sich ins Lächerliche selbst zu ziehen damit. Von daher, das würde ich extrem empfehlen, weil das, die Situation, wie sie jetzt ausgegangen ist, kann Lindner natürlich perfekt nutzen und volle Breitseite geben, indem er ganz einfach sagt, ich schätze Ihr Anliegen, finde das wirklich gut und es ist eine gute Intention dahinter, aber die Art und Weise, wie sie es machen, ist einfach undemokratisch. Es kommen ja Aktivisten mit einem berechtigten Anliegen. Die junge Frau beklagt, in der Politik würde zu wenig über Klimapolitik gesprochen werden. Und wenn die Gelegenheit dazu hier heute besteht, verlassen die stumm den Saal, ohne die Möglichkeit zu nutzen, zum Beispiel das Wort an sie zu richten. Ich halte das für falsch und undemokratisch und so erwarte ich mich. Und Lindner hat ja schon gesagt, dass er jetzt das Mikrofon geben würde. Jetzt kommt aber irgendein Zwischenrufer. Ich weiß nicht mehr, ob er überhaupt was mit den Fridays for Future Demonstranten zu tun hat. Denn er war die ganze Zeit auch irgendwie unten und hat so ein Antifa-T-Shirt an und schreit dann irgendwie rein, oh, sie haben ja keine Ahnung, von was sie reden. Und das ist natürlich eine problematische Situation, weil jetzt gibt Lindner tatsächlich das Mikrofon. Aber der andere weiß gar nichts zu sagen und läuft damit auch selbst wieder hier ins Leere. Aber wenn Sie wollen, können Sie gerne einen Satz sagen. Bitte. Wieso werden Sie instrumentalisiert? Sie dürfen jetzt Ihre Meinung sagen, wenn Sie wollen. Wenn Sie davon nicht Gebrauch machen wollen, sage ich erstmal meine. Ja, okay, dann muss so. Jetzt nochmal ganz wichtig, wir haben uns das jetzt ganz genau angeschaut. Das heißt nicht, dass Lindner das alles bewusst gemacht hat, das kann auch einfach durch seine Bühnenerfahrung sein oder auch irgendwie zufällig sein. Ich kann euch nur sagen, welche Wirkung es hat, nicht welche Intention unbedingt dahinter war. Was jetzt aber noch viel wichtiger ist, auch wenn es ganz einfach aussieht, was hat er schon groß gemacht, auch die Leute waren sowieso auf seiner Seite. Es ist enorm schwer, sowas auf der Bühne hinzubekommen. Von daher rhetorisch gesehen
hat Lindner es extrem gut gemacht. Und gerade wenn man etwas vorbereitet und irgendwelche Schlachtrufe hat, sowieso die Transparente schon irgendwie vorbereitet hat, dann sollte man sich auch eine rhetorische Strategie überlegen, wie man vorgehen will. Und das haben sie anscheinend hier nicht gemacht, weswegen Lindner das perfekt für sich nutzen konnte und im Endeffekt sogar viel Beifall dafür geerntet hat. Heutige Buchempfehlung, um das auch im Alltag machen zu können, Verbales Judo, die sanfte Kunst der Überzeugung. Sehr empfehlenswert, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und hier findest du das andere Video, wo auch wieder Demonstrierende auf die Bühne gekommen sind und wieder Lindner es für sich genutzt hat. Hier kannst du gerne abonnieren für neue Rhetorik-Videos, jeden Mittwoch um 18 Uhr und jeden Samstag um 18 Uhr. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.